Blum, Blum. Blum, hey, juhu. Du bist ja völlig weggetreten. Hast du ein Wort von dem gehört, was ich gerade gesagt habe? Hey! Entschuldige, Stella. Ich war mit meinen Gedanken ganz woanders. Also, was hast du nochmal gesagt? Interessiert dich wohl nicht besonders, dass wir eben erfahren haben, dass Professor Palladium endlich bereit ist, uns seine berühmte Simulationskammer vorzuführen? Ich für meinen Teil halte das für die großartigste Nachricht des Jahrzehnts. Auf jeden Fall. Ich habe schon oft gehört, dass da echt coole Sachen abgehen können. Ja, aber dafür auch ganz furchtbare. Ach, du solltest dir das nicht so zu Herzen nehmen, Flora. Das sind doch alles nur irgendwelche blöden Gerüchte. In dem komischen Kasten kann einem doch gar nichts passieren, oder? Du hast recht. Kopf hoch, Flora. Das wird bestimmt lustig. Du wirst schon sehen. Ich habe jedenfalls vor, etwas wahnsinnig Aufregendes zu erleben. Irgendwas, das in die Geschichte eingeht, so dass anschließend ganz Alfea von mir spricht. Stella! Ups, Entschuldigung. Diese Blum hat unglaubliche Kräfte. Sie ist auf jeden Fall keine typische Durchschnittsfee, das steht fest. Genau, sie ist viel zu gut für eine Anfängerin. Gehen wir der Sache auf den Grund. Wir sind auf dem höchsten Level registriert. Jetzt versteht ihr, was ich meine, oder? Natürlich. Die magische Energie dieser Göre ist ebenso groß wie die der Flamme des großen Drachen. Wir sollten Blum noch mal auf die Probe stellen. Nur für alle Fälle. Aber ich... Ha? Ich kapier das nicht, eure Hoheiten. Was ist es denn diesmal? Was verstehst du nicht, Knut? Ich kapier nicht, wieso ihr... Wieso ihr nach einer Flamme sucht und euch fragt, wo sie sein könnte? Brennt sie vielleicht auf einer Kerze oder in einem Kamin? Aber bei wem wohl? Der dicke Tölpel wird immer dämlicher. Hallo? Warum antwortet mir keiner? Hab ich was falsch gemacht? Setz deine Brille auf und dreh dich um, du blöde Orgel. Die Flamme wird die Herrlichkeit der verflossenen Vergangenheit wiederherstellen. Oh. Wow. Das ist sie also, die Simulationskammer. Was genau ist das eigentlich? Nun, es ist ein Produkt aus effizientester Meistermagie und höchst entwickelter Technologie. Mithilfe des Lichts, das von diesen Bernsteinplatten produziert wird, ist unser Computer in der Lage, alle möglichen virtuellen Realitäten und Landschaften zu reproduzieren. Die Abbildungen wirken echt und sehr überzeugend. Kann man damit auch virtuelle Dates mit niedlichen Jungs simulieren? Dann hättest du wenigstens auch mal eins. Nun ja, ich glaube, wir simulieren stattdessen lieber eure Zwischenprüfung. Da wir demnächst das Halbjahr beenden und Zeugnisse anstehen, habe ich für euch einige Simulationen vorbereitet und mir gedacht, dass wir die Zwischenprüfung vorziehen werden. So, nun möchte ich euch gerne den Kontrollraum zeigen. Von hier aus kann man genau beobachten, was in der Simulationskammer geschieht. Du fühlst dich hier wie im Paradies, oder? Ja. Ich find's echt spannend. Ihr werdet zwei Aufgaben zur Auswahl haben. Aufgepasst! Variante 1. Nutzt eure magischen Kräfte, um den Ergebnissen unseliger Verwünschungen einer Gruppe böser Hexen entgegenzuwirken.
Die sehen ja voll echt aus. Ja, und auch noch super hässlich. Variante 2. Nutzt eure Kräfte, um positive Veränderungen in einer geschädigten Umwelt zu erreichen. Das ist eine Aufgabe für mich. Ach, das ist ein Klacks. Leute wie ich kriegen sowas spielend hin. Bescheidenheit ist deine größte Stärke, hm? Nein, meine zweitgrößte. Vorher kommt noch gut aussehen. Wir sehen uns dann morgen früh wieder, zu eurer Zwischenprüfung. Bitte erscheint gut vorbereitet, sodass wir gleich anfangen können. Glaubt mir, das wird ein Tag, den ihr nicht so schnell vergessen werdet. Heute durfte ich endlich mal auf dem Drachen reiten. Wow, das war sicher aufregend. Naja, erst hat er mich ein paar Mal abgeworfen. Aber dann hat's endlich geklappt. Und du, wie war dein Tag? Mein Tag? Warte mal. Ich habe erfahren, dass morgen eine wichtige Prüfung stattfindet. Lady! Willst du spielen? Ach ja, was für eine Prüfung? Hol das Stöckchen! Kennst du die Simulationskammer? Da drin werden wir geprüft. Wirklich? Wir müssen so einen Test auch irgendwann mal machen. Der soll schwierig sein, habe ich gehört. Professor Palladium hat uns 2 Aufgaben zur Auswahl gestellt. Ich habe die gewählt, in der wir mit Hilfe von Magie eine geschädigte Umwelt heilen sollen. Und, hast du dich gut vorbereitet? Nicht wirklich, aber... Ja, ich weiß, was du meinst. Ich fühle mich auch nicht immer fit, wenn eine Prüfung ansteht. Aber hey, meistens läuft es dann doch ganz gut. Tja, ich kann nur hoffen, dass mir das morgen genauso geht. Du schaffst das schon. Ich glaube an dich. Das ist ja wirklich sehr interessant. Darcy, kannst du mich hören, Darcy? Riven. Ich habe Neuigkeiten für dich. Es geht um Bloom. Das ist also die Simulationskammer. Nicht schlecht, der Computer hat ja ordentlich Power. Aber dummerweise bin ich stärker als er. Fehler im Großrechnersystem. Viel Glück bei deiner Prüfung morgen, Bloom. Du wirst es brauchen. Meine Damen, in einigen Minuten geht es los. Ihr werdet einzeln geprüft. Ich liebe es, dabei zuzusehen. Oh Mann, ich bin so nervös. Das Schlimmste wäre, als Erste gehen zu müssen. Nein, ich glaube, das wäre sogar das Allerbeste. So hat man es wenigstens schnell überstanden und muss sich keine Sorgen mehr machen. Bloom! Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ja, es wäre das Allerbeste. Konzentration! Also gut, wir sind dann soweit. Bringen wir die Sache hinter uns. Welche der Damen möchte freiwillig anfangen? Bitte nicht. Oh nein. Stella, ich dachte, du wolltest schnell alles hinter dich bringen. Ich habe meine Meinung geändert. Das habe ich mir gedacht. Dann werde ich den Freiwilligen bestimmen. Bloom, für welche Aufgabe hast du dich entschieden? Also, für die zweite Variante. Ich will mein Glück in einer zerstörten Umwelt versuchen. Ganz hervorragende Wahl.
Dann komm. Du kannst dir die Landschaft aussuchen. Was hättest du gern? Am besten wäre wohl ein ziemlich trostloser Ort. So trostlos wie möglich. Gut, es gibt diesen Planeten namens Domino. Es ist der traurigste und trostloseste Ort in der ganzen magischen Dimension. Hast du schon mal von Domino gehört? Nein, ist mir völlig unbekannt. Aber ich glaube, der Ort ist genau das Richtige. Na schön, hier ist er. Sobald du in der Simulationskammer bist, wird sich Domino um dich herum aufbauen. Bist du soweit? Ja, ich habe ein paar Zutaten mitgebracht. Feenstaub und so. Darf ich die vielleicht mit reinnehmen? Geht das? Natürlich, nimm mit, was du möchtest. Bitte sehr. Der Test dauert 30 Minuten. Ich werde die ganze Zeit im Kontrollraum sitzen und alles überwachen. Gib dein Bestes. Mach ich. Viel Glück. Sei vorsichtig. Pass auf dich auf, Schätzchen. Lass dir was einfallen. Was ist das denn für ein Spruch? Soll sie das aufbauen? Er ist angebracht und logisch. Danke, Mädels. Bis gleich. Verdammt kalt. Das ist Domino. Also, was könnte ich diesem finsteren Ort Gutes tun? Ah, Kiko! Was machst du denn hier? Sei ein braves Häschen, ja? Ich habe sehr wichtige Dinge zu erledigen. Ah. Erstmal sehe ich ein paar Samen aus. Und dann zaubere ich ein bisschen. Wachst, meine Kleinen, sprießt hoch. Es klappt. Na, wie geht's meiner kleinen Fee? Oh nein! Was habt ihr hier zu suchen? Du verschwendest deine Zeit. Stell keine dämlichen Fragen. Verteidige dich! Das gehört bestimmt nicht zur Prüfung. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss sie mir vornehmen. Ich habe keine Angst, denn die Fantasie ist ein starkes Schwert. Ich glaube, dass ihr nur Hologramme seid, aber trotzdem. Ihr seid die Tricks und habt bestimmt nichts Gutes im Sinn. Komm schon, Darcy, steh auf. Palladium hat dir eine sehr schwierige Aufgabe gestellt. Wenn es Blum gelingt, sie zu lösen, bekommt sie eine gute Zensur. Die kleine Fee schlägt sich nicht schlecht. Bekommst du langsam ein klareres Bild, Stormy? Nein, noch nicht, Schwester. Es ist, als ob sie ihre Kräfte absichtlich unterdrückt. Das heißt also, unsere kleine Fee hat noch viel mehr drauf. Wir müssen sie so sehr reizen, dass sie die Beherrschung verliert. Dann wird sie uns schon ihre wahren Kräfte zeigen. Kommt, Schwestern, wir werden sie in die Enge treiben. Oh Blum, nein, die Ärmste! Oh nein! Was jetzt? Upsi! Jetzt bist du am Ende deiner Kräfte, was? Oh.
Na los, Tommy, mach sie fertig. Ja, das werde ich. Beeil dich, Blum, sonst verbrennst du nämlich. Jetzt reicht's dir, fiesen Hexen. Warte, bevor du dich um uns kümmerst, solltest du deinem Häschen die Pfote reichen. Kiko, nicht bewegen. Du konzentrierst dich nicht, Blum. Game over. So gefällst du mir ja gar nicht. Icy! Was machst du denn da, Süße? Willst du dich nicht rächen? Du lässt uns ungestraft herumfliegen? Na mach schon, wir nicht! Ja, 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 sie ist es. Professor, Tekna, was ist denn los? Sieht aus, als würde der Computer abstürzen. Kiko! Aber... Was ist denn jetzt los? Ich kann ihn hören. Mein Schatz, oh, ich dachte du. Oh, Kiko. Wir müssen sie schnell zurückholen. Ich werde Magie anwenden. Ein Rückwandlungszauber wird ihr helfen. Fixum bellum. Sie ist wieder da. Geht es dir gut? Hey, deinetwegen ist der Computer abgestürzt. Ehrlich? In der Tat. Der Simulator hat seinen Geist aufgegeben. Aber dir geht es gut, oder? Meine Knie sind noch etwas wackelig, aber sonst ist alles in Ordnung. Die Prüfung wird verschoben. Zuerst müssen wir hier alles in Ordnung bringen. Danach legen wir einen neuen Termin fest. Ja! Meine Damen, lassen wir unsere Retterin hochleben. Ja! Und Blum, eine Frage noch. Kriegst du es hin, dass der Geschichtstest auch verschoben wird? Naja, ich kann es ja mal versuchen. Hm.